So, dann starten wir den zweiten Versuch. Ich hoffe, dass das Bild diesmal kommt. Sonst werde ich einfach die Sendung aufzeichnen. Ah, jetzt sehe ich auf einem Monitor ein Bild, jedoch hier auf diesem nicht. Ich hoffe, die meisten sehen es. So, jetzt alles klar, jetzt scheint es zu funktionieren. Also kurz der Risikohinweis und dann legen wir auch los, gleich mit dem Silber und dem Gold und dem Forex-Markt. Die Lage ist beim Silberpreis nicht wirklich, ja, gab es keine Entspannung in der Nacht. Ich hatte hier gerade auch den 15-Minuten-Chart offen. Wir stehen jetzt genau da, wo ich gestern die Sendung gemacht habe. Das Tief hier hat nur bedingt gehalten. Zunächst hier in der Abendsession oder kurz nach Börsenschluss hielt es. In der Nacht um 3.30 Uhr, was oder gegen 3 Uhr, zwischen 3 und 4 Uhr kommt. Im asiatischen Handel des Öfteren im Gold und im Silber einen Abverkauf vor, der jetzt hier aber ja, minimal war im Verhältnis zu den anderen Sachen. Wurde also aufgefangen, das wichtige Tief hier unten, wenn man das als erste Aufwärtswelle sieht, muss halten. Bislang hält es. Allerdings, wie man eben auch sieht, 15 Minuten Chart sind wir auch noch unter dem Rainbow. Also hier wird jetzt wichtig sein, natürlich, was der Silberpreis im europäischen Handel macht, aber wichtiger, noch wichtiger ist, was es um 14 Uhr macht, wenn da die COMEX aufmacht oder aktiv die Marktteilnehmer hier in den Markt strömen. Also hier, wie gesagt, bleibt die Lage etwas verzwickt auch. Das Tageschart, ja, kann man jetzt hier... Aber die Kerze ist ja noch nicht vollständig. Wenn jetzt hier die Kerze vollständig wäre, dann wird hier definitiv der EMA 200 als Unterstützung bestätigt. Gold liegt heute leicht im Minus. Es ist etwas schwächer als Silber. Hier wurde schon gestern der EMA 200 etwas deutlicher nach unten verlassen. Für mich ist jetzt hier erstmal wichtig, auch was am Freitag passiert und ob hier der auf Wochensicht diese Linie zurückerobert wird. Angesprochen gestern, oder ich habe ja gesagt, ich suche mir noch ein paar Werte raus, ein paar Silberwerte habe ich auch gefunden, wo der EMA 200 eben auch eine entscheidende Bedeutung hat oder eine Reaktion gezeigt wurde von den Marktteilnehmern. Das war hier einmal schon die gestern erwähnte Fortuna Silver. Und dann eine ganz bekannte ist natürlich die Newmont Mining Group. Hier ist es auch fast punktgenau angelaufen, beziehungsweise gab es jedes Mal knapp davor eine Reaktion. Was allerdings hier schon noch sein kann, dass hier das Gap, ja, das offensichtliche Gap vom 2.6. noch geschlossen wird, ein schneller Abverkauf. Sollte es eben hier bei der Aktie zu keinem Gap Close kommen, könnte sich das hier nach oben dann womöglich sogar dann beschleunigen, weil viele vielleicht auf dieses Szenario halt auch setzen, dass hier ein Gap, dass hier das Gap geschlossen wird. Die Silver Wheaton Group, ja, da ist der EMA 200 noch ein Stück entfernt. Genauso wie bei der Pan America Silver Corporation. Was jedenfalls noch auffällt, ist jetzt hier im Wochenchart bei den Goldwerten, Barrick Gold, Ashanti, hier das eher noch ein Silberwert natürlich, First Majestic Silver. Hier ist im Wochenchart jeweils die Unterkante des Rainbows angelaufen worden.
darf man eben gespannt sein, wie dann noch die Wochenkerze aussieht, ob dieses Level verteidigt wird. Bislang wird es verteidigt von den meisten oder von den großen, wie jetzt hier. Aber wie gesagt, die Woche ist ja noch nicht ganz rum. Bei Kin Ross ist es hier etwas, ja, schon deutlicher, gab es hier Kurse unter dieser Unterstützungslinie. Trotzdem, wenn man jetzt hier das alles sieht, sollte eben der Silber- und der Goldpreis sich auf diesem Niveau halten können. Fällt er deutlicher jetzt eben zurück, dann sind auch die Chartbilder vieler Aktien eingetrübter. Also es ist ja noch eine ganz entscheidende Woche. US-Dollar, japanischer Yen, sieht man, dass es hier in der Daily Widerstand nicht weiterging, auch nicht in der Nacht. Zum Öl gibt es im Moment nichts zu sagen, außer dass jetzt hier auch WTI sogar die 50-Dollar-Marke erreicht hat. Hier könnte es, wenn, hier kann man ja eine Trendlinie anlegen, also egal ob es von dieser Position, also es ist relativ steil alles, fällt der Kurs hier auf 4-Stunden-Basis oder auf Stundenbasis zurück, wäre sicherlich eine spekulative Short, also ein Leerverkauf möglich. Ich lasse den jedenfalls aus. Ich habe weiter mein Augenmerk auf Gold und Silber. Australische Dollar, japanischen Yen. Ja, australische. Gab es jetzt hier den Ausbruch und den Pullback. Bislang noch mustergültig der Pullback. Allerdings sollte hier ja wirklich im Idealfall das jetzt hier auch enden mit der Kerze, mit dem Tagestief, der 8-Stunden-Kerze hier. Und dann weiter nach oben tendieren. Zum DAX schlage ich mal hier das Bild von gestern auf. Diese Unterstützung bei 10.530 würde nicht mehr verlassen nach der Analyse. Das Gap hier oben gestern eben schön geschlossen, also die Kursziele erreicht. Leider kam man hier nicht in den Genuss eines größeren Rücksetzers, um dann die Wegstrecke zu traden. Da es noch ein Vor 9 Uhr ist, gibt es natürlich keine neuen Xetra-Kurse. Noch ganz kurz der Nikkei. Der hat hier entweder wieder einen Anzeigefehler oder ist da wieder ein Feiertag. Allerdings hier bei der Indikation schon gestern eben auch, ja, hat er hier dieses Level komplett erreicht. Darf man dann gespannt sein, ob das hier jetzt sich jetzt weiter nach oben noch ausdehnt. Natürlich für neu Positionierung ist es jetzt kein besonders guter Tag. Hier habe ich jetzt die Commerzbank-Indikation von dem DAX. Der erreicht genau jetzt in diesem Moment, in dieser Stunde, diese Abwärtstrendlinie. Kann die rausgenommen werden? Dürften wir das von vielen Analysten genannte Ziel von 10.700 Punkten erreichen? Ich habe jetzt hier keine neue Analyse beim DAX vorliegen. Einmal war für mich in der Vergangenheit, also in der letzten oder Anfang der Woche, eben der Gap Close. Der fand statt, der gestrige Gap Close. Und sonst habe ich hier erstmal keine Ziele nach oben definiert. Das war's, danke fürs Zuhören und man sieht oder hört sich nachher wieder. Ich wünsche allen einen guten und erfolgreichen Handelstag.